Sie sind drin. Los, raus da, Faith. Ich bin dabei, wie gesagt. Okay. Wahrscheinlich hätte ich erstmal auch die nächste nehmen sollen, aber... Egal. Oh Gott, die streiten mich doch schon mit ihren Taschenlampen an. Ich muss hier weg. Oh nein. Ich glaube, das war eine Finte gewesen, oder? Ich glaube, das war hier wirklich eine Finte. Weil ich glaube, ich hätte da eigentlich eher nach drüben gemusst. Ja, das war eine Finte. Weil... Okay. Ich stürze mich mal in den Tod, weil ich natürlich vom letzten Punkt wieder anfange. Halt lieber mal kurz hier hoch. Und mal ganz schnell gucken, wo wir überhaupt jetzt hin müssen. Okay, müssen wir diese grüne Tür dann nehmen. Okay. Das heißt, wir müssten da ja vielleicht jetzt doch... War ich dann doch richtig gewesen? Hm. Na gut, dann probieren wir das Ganze mal aus. Ah, okay, also die Tür da wird wohl richtig sein. Dann... Nein! Shit! Nein! Ja gut, dann eben das Ganze jetzt von hier aus. Boah, meine Hände sind schon ganz schwitzig. Ist ja auch nicht gerade das vom Gameplay her einfachste Spiel. Ah, die suchen schon nach uns, die ollen Bluthunde. Ah, hier ist ein Knöpfchen. Und damit geht auch hier die Tür auf. So, das gleiche Spiel, dann... Ach nee, nee. Von wegen gleiches Spiel. Okay, ich sehe schon. Okay, die schreien da draußen. Das heißt, ich bin auch hier nicht lange vor den Typen sicher. Aber das soll mich jetzt mal nicht interessieren. Denn gerade bin ich in ein gutes Stückchen voraus. Und sportlich wie nie, ich sag's euch. Okay. Ich muss nur hoffen, dass ich hier wahrscheinlich abspringen. Okay, doch nicht abspringen. Wir müssen da nach drüben. Ich glaube fast. Warren! Versucht jetzt hier die Wände natürlich ein bisschen anders zu oder ganz kurz mal schnell mal umgucken hier. Ah, okay, man kann hier einfach so lang. Ui, da geht's auf jeden Fall tief runter. Also ich glaube, wenn ich da runter mache, dann bin ich nur noch Fischfutter. Oh mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Zack. Die nächste Notentriegelung. Scheiße, ich dachte, ich könnte es da einfach drüber springen mit ein bisschen Schwung, aber... Okay, ach verdammt, jetzt muss ich hier den ganzen Part nochmal machen. Das ist natürlich blöd. Vor allem, wenn ich dann zu ungeduldig bin und deswegen die Sprünge verkacke. Ganz ruhig bleiben. So. Ich hab mich abgerollt, weil ich es richtig machen wollte und bin deswegen gestorben. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. So, und hoch. Ja, Mädel. Keine Sorge, Volksfürsorge. Na gut, in der Welt von Mirror's Edge gibt's wohl keine Volksfürsorge mehr. Aber ein paar coole Rutschfahrten. Yeah. Ja, mit anschließender Verstauchung soll ja auch alles schließlich was gebracht haben. Boah, ich denke mal, sie kippt dann hier vorne über. Okay, da drüben haben wir wieder die Nottürentriegelung.
Das heißt, ich mache es einfach so, wie ich es jetzt eben gemacht habe. So, klicke jetzt hier drauf. Geht derweil schon hier so rüber. Dann bin ich eigentlich schnell drüben. Und mir kann nichts mehr passieren. Ja. Das ist der Hampton Town Zugangspunkt, dein Ausgangsplatz. Jackknife ist nicht bereit. Okay, ja stimmt, wir sollten ja zu Jackknife. Deswegen machen wir uns ja hier auf diesen Höllentrip. Was soll denn das? Ich bin doch richtig gesprungen. Ey, wir... Ich wollte gerade sagen, ey, wir jetzt hier wieder dieser alte Speicherpunkt, dann... Ja, aber die Hölle los. So! Ach, du Schreck! Hep. Okay, das hat ja gut funktioniert. Okay, ich muss wahrscheinlich dann da oben hin, oder? Yep, ich muss hier wieder raus. Selbe Tour wie eben, bloß diesmal... Das sollte jetzt eigentlich eine Wallrun werden. Na gut. Ist kein Wallrun geworden, ist ein Jump into the Death geworden. Also ich würde mich hier voll sicher drauf fühlen, wenn ich hier so rumstehen würde. Ich meine, unter mir geht es ja nur gefühlte 100 Meter direkt in den Tod. So, also... Jetzt nochmal Wallrun. Genau, gleich dran festhalten. Super. Und dann ist einfach hier wieder von Rohr zu Rohr. Und dann sollte man das Schiff hier ja schon schaukeln, wa? Faith, wir beide. Wir sind schon ein Team. Also, du musst zwar ständig wegen mir sterben. Und wir müssen auf die linke Seite. Aber... Och Mensch! Ach Menno, da hab doch ich nicht gedacht. Böses Spiel, ganz böse. Ist halt ein Geschicklichkeitsspiel, ist ja eigentlich nicht so mein Fall, wisst ihr ja besser als ich, weil ihr seht das ja immer und denkt euch, was zur Hölle. Aber wie ich es schon mal gesagt habe, ist halt jetzt überhaupt nichts, wenn ihr Skill sehen wollt, dann schaut euch am besten einen anderen Let's Player an. Der hat das dann schon auch besser drauf. Bei mir gibt's halt die Fails zu sehen, ein bisschen was zu lachen, wie doof der Hyuga ist. So, ja, wichtig ist, dass wir halt immer dann so ein bisschen gucken hier in die andere Richtung. Dass wir auch unser Ziel gut ansteuern. Oder? Ja. Ja. Und los! Ja, sie springt gar nicht ab, das ist total mies. Jetzt falle ich ja schon wieder in die Tiefe. Das ist auch alles Sendezeit, meine Liebe, hier. Habe ich ja nicht unendlich das Zeug. Ja, ja, Mirror's Edge hat also auf jeden Fall ganz viele Frustmomente. Also, ich finde es ja wenigstens gut, dass man hier ein gescheites Speichersystem hat, dass das Spiel von selbst speichert, dass man nicht nach jedem verkackten Sprung beim letzten eigenen Savegame anfängt, was dann ja, ihr wisst das ja bestimmt selbst, meistens mal einfach so eine Stunde zurückliegt und dann automatisch keinen Bock mehr auf das Scheißspiel hat. So. Also, sie lässt das Ding einfach nur los. Ich... Hab's gerade eben mit einem direkten Sprung versucht, das hat nicht funktioniert. Ich habe es probiert mit einem Wallrun jetzt gerade. Das hat auch nicht funktioniert. Sie lässt das Ding einfach los und lässt sich in die Tiefe fallen. Ist natürlich nicht gerade cool. Naja. Was soll ich tun, liebe Leute? Ich muss das ja hier irgendwie weiterspielen. Deswegen nutzt Aufregen gleich mal gar nichts. Zack, lieber beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Das nächste Mal ist ja jetzt praktisch jetzt. Vielleicht ein Meter weiter runter so. Ja, jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung warum, was der Unterschied war. Aber egal. Ich versage direkt an der nächsten Stelle, weil ich zu weit gegen die Wand gesprungen bin. Vielleicht mal eine Sekunde investieren und mal kurz mal die Gegend richtig checken. So. Dann passiert sowas nämlich auch nicht. Und ich glaube, daran kann man sich nicht festhalten, ne? Ne, kann man nicht. Dann werde ich jetzt hier wahrscheinlich auf diese Plattform da müssen. Und sie springt schon wieder nicht. Warum springt sie da manchmal nicht? Das würde ich echt mal mittlerweile gerne wissen. Fehlt dir jetzt gerade der Anlauf oder warum? Uiuiui. Uiuiui. Und hab. So, hoch. Okay, jetzt hier wieder mit einem Wallrun ran.
Bestzeiten fahre ich hier wohl keine. Aber ich komme oben an, das ist das Wichtigste. So, hier ist jetzt wieder so ein lustiger Hebel, wo wir dran drehen müssen. Wahrscheinlich, um hier die Sturzbäche zu deaktivieren, um das Wasser abzudrehen. Ja, so ist es halt in der Zukunft. Das Wasserproblem ist immer noch nicht geklärt. Das da hinten sieht aus wie ein Fahrstuhl, da muss ich wohin. Das sagen mir auch meine beiden Stangen hier, an denen ich mich festhalten kann. Also, und Sprung! Ja, und nochmal, Sprung, und nochmal. Oh, nein! Oh, überlebt. Ich habe überlebt. Ach, hier ist der Easy Mode. Haha, wenn man das da nicht packt mit dem Balancieren, kann man jetzt hier auch einfach das Rohr benutzen. Das ist ja gut. Da hat das Spiel quasi schon direkt gecheckt. Ey, fett, wir haben hier bestimmt bald den Hyuga mal mit dabei. Und der ist ja sowieso so ein Noob. Deswegen bauen wir hier noch so einen gescheiten Easy-Mode ein. Dann packt auch der das. Okay. Und hepp, 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 hepp. Gut. Aber wir sind noch nicht ganz oben. Dasselbe Spiel wie gerade. Das heißt jetzt hier auf diese Plattform. Ah, zumindest sterbe ich hier nicht direkt, wenn ich es verkacke. Das Problem ist, ich habe halt hier dieses Ding, da bleibe ich ja halt gerne mal dran hängen. So. Jetzt hier das Rohr hoch. Dann hier nochmal die Schwebeplattform. Wird schon schief gehen. Schön anvisieren. Und hepp. Ich will nicht wissen, wie sich dieses Spiel mit Tastatur und Maus steuert. Also, ich finde es mit dem Gamepad schon recht gut, aber... Was tut sich hier? Ach, da! Okay, da kommt was. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann da rechtzeitig drauf. Gut, also hier wieder zurück. Hoppala. Das Ding wieder runterlassen. Ja, und dann einfach beim nächsten Mal draufspringen. Und ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich meine, ihr kennt ja mein Glück bei sowas. Also meistens nicht so gut. So. Ich glaube, das Ding ist jetzt fertig. Ich check nochmal eben ganz kurz mein Handy. Okay. Ich habe noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Weil ich habe gerade nebenbei eine Uhr laufen. Habe heute noch einen kleinen Termin. Hep. Aber keine Angst, Leute. Ich habe noch ein bisschen Zeit für euch. So, jetzt gucken wir mal ganz schnell. Wann kommt das Ding hier an? Da kommt es. Oh Gott, jetzt muss ich ja aber Timing beweisen. Nein! Timing verkackt, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich schon direkt draufspringen, wenn das Ding rot wird, oder? Aber wenn es rot wird, kann ich insofern schon mal drauf, dass ich nicht bei dem Versuch sterbe. So, quasi jetzt. App. Yep, hat funktioniert. Ich werde jetzt hier nach oben getragen. Ja, nur fliegen ist schöner. Ja. Oh mein Gott. Die Bullen. Geht ja schon mal super los. Also gleich hier in Sicherheit bringen. Und ich muss die jetzt auch ein bisschen ausschalten. Das heißt am besten... Genau, erstmal hier. Ich habe im richtigen Moment eigentlich gedrückt, aber die Waffe war nicht mehr rot. Shit. Ja, toll.